Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer. Hallo Herr Frahm, mir ist aufgefallen, dass Sie oft, um das Leben aufs nächsthöhere Level zu bringen, sagen. Was genau hat es mit den Levels auf sich? Wie viele Levels gibt es und wie erkennt man, dass man ein Level aufgestiegen ist? Ja, sehr gute Frage. Und zwar, das nächsthöhere Level kann so ziemlich alles sein und Sie können in jeder, ja nicht nur an jedem Tag, sondern auch in jeder Stunde und jeder Minute Ihres Lebens Ihr Leben aufs nächsthöhere Level bringen. Auf einer täglichen Basis. Und zwar das nächsthöhere Level ist praktisch alles, was kein Rückschritt ist. Das heißt, Sie definieren, was für Sie das nächsthöhere Level ist. Das können auch alberne Lösungen sein, die surreal und unrealistisch sind, um sich den ganzen Tag in einem positiven Zustand zu halten. Denn was machen wir Menschen in der Regel? Wir fragen uns nicht, okay, das, was ich hier mache, wie könnte ich das noch besser hinkriegen? Wie könnte ich das witziger machen? Und wie könnte ich ein Spiel daraus machen, um das Leben nicht immer so ernst nehmen zu müssen? Sondern die meisten fragen sich, oh Mann, ich mache hier das gerade. Und hoffentlich ist es bald rum und so weiter und so weiter. Negative Gedanken, negatives Denken einfach. Das heißt, Sie haben also die Chance, genau das Gegenteil zu machen und alles in eine positive Richtung zu drehen und sich bei allem, was Sie machen, zu fragen, okay, wie kriege ich das witziger und positiver und next-level-mäßiger hin? Und das muss nicht immer was Bierernstes sein. Ja, denn das nächsthöhere Level kann natürlich auch sein, okay, ich kündige endlich meinen Job, der mich krank macht und mache mich selbstständig oder suche mir einen anderen Job. Oder das kann auch sein, den eigenen Eltern mal zu sagen, dass man gern mehr Liebe von denen gehabt hätte. Das kann das nächsthöhere Level sein. Oder die Traumfrau endlich anzusprechen. Oder ja, den Traummann anzusprechen. Gerade als Frau, sich mal zu trauen und auch mal einen Mann anzusprechen. Das kann das nächsthöhere Level sein. Aber das kann auch was ganz Kleines und Albernes und Unrealistisches sein. Einer meiner Klienten hat zum Beispiel mal eine super witzige Idee gehabt, und zwar war das, jedes Mal, wenn der auf Toilette geht, hat der an der Seite auf der Heizung ein Buch liegen. Und er sagt, ja, jedes Mal, wenn ich auf Toilette gehe, lese ich da drin zwei, drei Seiten und Sie glauben gar nicht, wie viele Bücher ich in meinem Leben schon auf der Toilette gelesen habe. Und da habe ich gesagt, das ist Next Level. Das ist absolut Next Level. Und dann musste man halt lachen. Und so können Sie das mit allem machen. Ja? Sie können zum Beispiel auch sagen, okay, Toilettengang. Was wäre ein Next Level Toilettengang? Sie können sich zum Beispiel über die Toilette oder da, wo Sie sind im Bad, einfach einen Aufkleber mit Selbstliebe oder sowas hinkleben. Ja, und dann können Sie jedes Mal sagen, ja, Sie sind im Bad, sind auf Toilette und sagen, ich liebe mich selbst, ich bin die pure Selbstliebe und ich inspiriere andere mit meiner Selbstliebe. Und das wäre das nächste Level von einem Toilettengang zum Beispiel. Das nächste Level kann es auch sein, sich für etwas, wo man sich normalerweise für verurteilt, sich einfach mal lieb haben. Ja, das machen unheimlich viele, die versauen irgendwas und sagen dann, ach Gott, das bedeutet jetzt wieder dies, das und jenes, wie schlecht ich doch angeblich bin. Ja, Matrix-Bedeutungsgebungen. Das nächste höhere Level davon wäre meines Erachtens einfach mal zu sagen, ja, ich hab's verbockt, ich hab's richtig versaut und in die Grütze geritten und da habe ich mich jetzt einfach mal lieb für. Ich bin auch nur ein Mensch und das darf mir auch mal passieren. Oder abends wegzugehen und nicht zu sagen, okay, heute will ich unbedingt eine Frau kennenlernen, sondern abends wegzugehen und zu sagen, okay, heute hole ich mir mal mindestens fünf Körbe, stelle mich mal extra dämlich an, um zu gucken, wie die Frauen reagieren und um zu gucken, wie ich damit klarkomme. Was kann es noch sein? Bewusst zu bleiben in einer Diskussion, ja, nicht auszurasten und ins innere Kind zu gehen und Sachen zu schmeißen, sondern auch einfach mal eine Schwäche zu geben und zu sagen, ja, hör mal zu, ich habe mir das jetzt angehört, was du da gesagt hast, und es gefällt mir nicht, aber da ist leider was dran. Du hast teilweise recht. Aber in dem und dem Punkt sehe ich es anders und bla bla bla. Und wie gesagt, das kann auch was total Albernes sein. Ich habe zum Beispiel immer diesen Witz, ich gehe abends weg, habe einen Sakko an und ein Einstecktuch drin, und dann habe ich gedacht, okay, was wäre da das nächste höhere Level? Wie kann ich das noch toppen? Und offiziell wäre das statt dem Ganzen eine Fliege anzuziehen, aber da sehe ich aus wie ein Pinguin, das geht meines Erachtens überhaupt nicht. Und dann habe ich so irgendwann mal aus Spaß gesagt, okay, das nächste höhere Level wäre wirklich, wenn mein Einstecktuch noch einen Sakko anhätte und da wäre wieder ein kleines Einstecktuch drin. Das wäre Next Level. Ja? Und so einen Blödsinn können Sie den ganzen Tag mit sich selbst machen, um einfach in einer lockeren, positiven Stimmung zu bleiben. Und das können Sie auch mit Ihren Freunden und Freundinnen abends beim Weggehen machen. Sich bei allem zu fragen, okay, was wäre hier das nächste höhere Level? Und wie gesagt, das bewahrt Sie davor, in so Abwärtsschleifen reinzugehen. Und immer zu denken, ach, mein Leben ist schlecht und alles ist schwierig und das Leben ist unheimlich ernst. Und es regt auch gleichzeitig die Fantasie an. Denn sie fragen sich immer, okay, was wäre hier das nächste höhere Level? Und sie kommen auf die absurdesten Ideen, die auch selbst wenn keiner da ist, wenn man allein ist, immer noch Spaß machen und den Geist unheimlich fit halten.